Das bringt mir was. Achso, ich komme noch da vorne. Ich komme dahin. Da steht er wieder. Das Monopoly-Männchen. Was? 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 Wer? Wo? 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 Oh, immer mit der Ruhe, Leute. Stress machen sie. Und Lebensenergie haben sie. Meine Güte, da steht doch noch einer. Was ist mit dir los, mein apathischer Freund? So, jetzt sind bestimmt massenweise Münzen runtergefallen, oder? Na, dankenswerterweise nicht. Ups. Ich wollte eigentlich die Münze einsammeln, gar nicht den Schalter benutzen, weil ich noch gar nicht weiß, was er tut. Achso, er verstellt auch wieder hier unten das Rohr. Okay. Aha. Gut, was hast du zu sagen? Ein Stockwerk tiefer ist ein Eingang zu einem geheimen Raum versteckt. Dort ist ein Knopf, der diese Tür öffnet. Ein Knopf, der diese Tür öffnet? Das hier können wir noch nicht, leider. Wir haben schon gehört, dass wir den Blaster irgendwie aufwerten müssen, damit er heißer wird. Und dann können wir das hier schmelzen. Das kann ich jetzt aber noch nicht. So, also ein Stockwerk tiefer. Das hatten, ist das, er redet aber nicht von dem Raum, den wir eben hatten. Oder? Moment, ein Schalter, der diese Tür hier öffnet. Um den geht's. Ich gucke erstmal gerade weiter, was hier oben noch ist. Was haben wir hier? Können wir das denn schon vielleicht? Nee, können wir auch nichts machen. Und hier? Ach, guck mal, hier kommen wir weiter. Aber von welchem ein Stockwerk tiefer ist ein geheimer Raum? Ein Eingang zu einem geheimen Raum versteckt. Dort ist ein Knopf, der diese Tür öffnet. Jetzt bin ich natürlich neugierig, ne? Von welchem geheimen Raum hat er gesprochen? Ach Mist, jetzt habe ich das Ding hier wieder verstellt. Der Stein sieht komisch aus. Fällt mir dabei spontan auf. Kann ich den verschieben oder so? Nee, hätte ja sein können. Ein geheimer Raum mit einem Knopf. Aber hier war kein Knopf, ne? Hier war zwar ein geheimer Raum. Der hier ist zum Färben. Das da haben wir aktiviert. Und hier war eine Kiste. Vielleicht gibt es noch einen geheimen Raum. Ein Stockwerk tiefer. Das müsste ja hier sein. Achso, da drüben war ja auch noch irgendwas, ne? War ich da schon? Nee, stimmt. Da bin ich ja noch gar nicht drin gewesen. Hier. Lass mich hier mal reinschauen. Okay. Oh nein, Secret Area. Hier ist auch wieder jemand verstorben, traurigerweise. Wer bist du denn? Fanghut. Irgendwas zu Wildes muss erschienen sein. Als du seine Mütze abnimmst, bemerkst du, dass die Haare daran befestigt sind und er eine Glatze hat. Soll das Ash Ketchum sein? Ich bin überhaupt kein Pokémon-Mensch, aber... Es erscheint mir so. Und wenn es heißt, etwas Wildes muss erschienen sein, dann nehme ich an, dass das eine Pokémon-Anspielung ist. Ich hätte ihn jetzt nicht erkannt. Hat er so Klamotten an? Ja, kann sein, ne? Ich kenne mich da echt nicht aus. Ja, ist das der Schalter, von dem die Rede war? Das wäre möglich. Kann ich hier irgendwas durchsehen? Da ist auch eine Kiste. Ah, ich sehe eine weitere Kiste. Okay.
Wir schauen mal. Wir schauen mal, ob sich hier irgendwas geöffnet hat. Und jetzt muss ich erst wieder das Rohr hier verstellen. Dieses da. Muss ich rumdrehen. Ja, Pokémon-Anspielung. Okay. Ein Pokémon-Trainer. Du bist einer, Hamster. Du bist ein Pokémon-Trainer. Ja, mein Bruder war da auch mehr so drin. Ich hatte das Gefühl, dass die 2 Jahre, die uns trennen im Alter, genau die 2 Jahre sind, die da fehlten, als dass ich das interessant gefunden hätte. Also, ich weiß nicht. Als der Pokémon-Hype begann, da hat mich das schon nicht mehr so interessiert, oder? So, lass mal schauen. War das jetzt die richtige? Kann ich hier nicht auch irgendwie... Hier muss ich auch irgendwas machen können. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. So, und tatsächlich, hier ist jetzt die Tür offen und das Mannequin ist auch verschwunden. Ich bin gerade ein bisschen skeptisch hier, dieser riesige Raum mit der Kiste am Ende. Ich habe das Gefühl, dass hier eine tödliche Falle lauert. Was ist hier los? Ich gehe mal lieber nicht hier durch. Was haben wir hier? Hey, Schwertschaden plus 1. Sehr schön. Das hier könnte auch noch eine Tür sein. Hm. Was ist es? Was tut es? Ich weiß es noch nicht. Wir schauen mal weiter. Hallo Arcanum, ich begrüße dich. Wie läuft das Rätsel? Ja, läuft gut. Du warst ja beim letzten Mal da und weißt, wo wir aufgehört haben. Es ist ja noch nicht allzu weit her quasi. Also wir haben ja genau den Bereich hier geöffnet beim letzten Mal. Und ja, so weit bin ich jetzt gekommen. Also allzu viel ist jetzt noch nicht passiert, aber es läuft im Moment so einigermaßen. Was tut es? Was hat es getan? Achso, okay. Das geöffnet. Jetzt könnte es gleich sinnvoll werden, die Röhren innen zu verstellen. Vielleicht wieder. Spiel ist auf der Switch-Konsole. Ah, okay. Eins der vielen, vielen Pokémon-Spiele, die es mittlerweile gibt. So, das heißt, wir können... Achso, wir können die jetzt so umstellen, dass wir darauf schießen können, glaube ich. Also hier reinschießen, dann müssen wir das innen noch verstellen. Jetzt gucke ich mal gerade, ob ich hier irgendwo hinkomme. Das sieht nämlich so aus, finde ich. Auch wenn mir das hier gerade noch nichts bringt, die Ecke. Aber es sah mir so aus, als könnte ich wohin. Hier kann ich hin. Da könnte ich ein paar Münzen einsammeln. Mal gucken, ob ich hier drüben noch weiterkomme. Ah, schau an. Ach genau, hier waren wir eben. Und das ist der geheime Raum, den wir gefunden haben. Was bringt es mir, dass ich hier oben drauf kann? Einfach nur, um das sehen zu können, damit man weiß, da muss noch was sein. Das ist nämlich eigentlich auch immer ganz schön, dass man immer wieder Dinge sieht von anderen Stellen aus und dann weiß, da muss noch was sein, da muss ich irgendwie noch hinkommen können. Ach, schau an, da. Ich wollte schon sagen, das muss doch irgendwas zu bedeuten haben, dass ich hier oben rumrennen kann. Secret Area! Was ist das? Stampfradius plus 50 cm. Stampfradius. Das Ding ist, ich kann nicht stampfen. Ich glaube, das gehört zu einer Fähigkeit, die ich noch nicht habe. Schauen wir mal. Vergrößert den Radius der Stampfattacke um 50 cm auf 2,50 Meter. Cool. Die habe ich noch nicht. Aber das erklärt so einiges, denn ich habe schon bemerkt, dass an verschiedenen Stellen solche kleinen Holzpinöckel stehen, die für mich so aussehen. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt. Die sehen für mich so aus, als könnte man da, wie bei so einem Hau den Lukas, mal kräftig draufhauen. Und da könnte eine Stampfattacke durchaus nützlich sein. Da kommt auch schon die Bestätigung im Chat.
Du kannst noch nicht stampfen, das ist richtig. Okay. Und der Ossel ist da. Hallo. Schönen guten Abend, Ossel. Wie geht's dir? Alles fit? Freut mich, dass du reinschaust. Was ist das da drüben? Da bin ich auch dran. Von hier aus könnte ich also auch da scheinbar in eine Röhre schießen, wenn dieser Holzverschlag nicht wäre. Merken wir uns das. Okay. Ja, man hat immer das Gefühl, man würde in Ecken krabbeln, in denen man gar nicht sein soll. Und dann stellt man fest, doch, doch, das ist schon richtig so. Man soll hier sein, da gibt es Truhen, da gibt es Dinge, da gibt es alles Mögliche. Kann ich auf das Dach klettern? Noch so eine Frage, die mich brennend interessiert. Ah, das wird schwierig. Zumal der Force Cube so nicht stehen bleibt. Okay. Kann ich vielleicht auch da drüben noch hin? Moment mal. Wir schauen uns das an. Ja, ich kann auch hier drüben hin. Ob es mir was bringt, ist eine andere Frage. Aber ich kann schon mal einen Blick auf die Dinge werfen, die da kommen mögen. Ah, da steht er wieder. Der. Das ist so ein Schlauberger. Das Plastik-Monopoly-Männchen, das immer sagt, du hast alles, was du brauchst für dieses Rätsel. Versuch's einfach mal. Ein ganz schlauer. So, ich lasse mich mal vertrauensvoll hier fallen. Ich glaube, unser nächstes Ziel ist es, hier drauf zu schießen. Lagen hier nicht noch irgendwo Münzen? Ich habe doch eben Münzen gesehen. Das war da drüben. So, und das bedeutet, wir müssen hier durch das Loch in der Wand schießen, beziehungsweise wir müssen da oben schießen, da rein. Wie komme ich jetzt gerade am geschicktesten? Moment, da ist ein Schalter. Nee, das ist kein Schalter. Das ist so ein Ding. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder außen rumlaufen, ne? Das war jetzt einigermaßen ungeschickt. Weiß ich noch nicht. Habe ich das nicht? Doch, das habe ich aktiviert, ne? Klar, das hatte ich aktiviert. So. Große Begrüßungsorgie hier im Chat. Bisher ist alles fit, also so fit, wie es für mich üblich ist. Sehr gut. Das freut mich zu hören. Das ist immer gut. So, das heißt, wir schießen da durch die Röhre und dann müssen wir diese hier umstellen, damit sie da durch das Loch schießt. Dann sollten wir draußen nämlich den Schalter treffen. Deswegen kann man dieses Rohr hier nämlich, kann ich nicht von hier aus einfach schießen? Das geht genauso gut. Da, zack, ich hab's gehört. Läuft. Läuft, funktioniert. Sollte ich jetzt vielleicht hier rum? Ja, von draußen komme ich ja erstmal so nicht da durch, ne? Ach, warte. Ah. Nervig. Deswegen kann ich das von oben nochmal verstellen. Ich verstehe. I see. So, das heißt, ich drehe es jetzt nochmal rum, damit ich mir selber den Weg wieder bereiten kann. Und von da oben, in dem Schalter, kann man das nämlich nochmal drehen. Das macht Sinn. So, ich lese weiter. Bisher ist alles fit. Buenos noches. Mehrsprachig sind wir unterwegs. So, zack. Plattform kommt runter. Zack, 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 zack. Plattform wieder rauf. Hier sind die Sprüche von dem ja noch harmlos. Okay, das wird also noch. Der wird mir also noch richtig auf den Keks gehen. Oder wie sehe ich das? So, wie rum brauchte ich das jetzt? So rum, ne? Ich glaube, so rum müsste richtig sein. In Six Inches Under bezweifelt er einfach offen die Intelligenz des Spielers. Was? Frechheit. Das werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Aber ich habe eben festgestellt im Ladebildschirm, dass ich erst bei 26% bin tatsächlich, nach knapp 7 Stunden Spielzeit. Also ich freue mich, dass da offenbar noch einiges kommt. Sehr schön. So, naja, das bedeutet eher gar nichts.
Gar nicht fit, aber zumindest nicht schlechter als das. Okay. Naja, ich drücke die Daumen, dass es dann generell und immer besser wird. So, doppelt hält besser. Wir schießen da drauf. Und... ah. Das hier tut sich dann. Okay. Hat das jetzt... ja, doch. Ich dachte schon, ich hätte die Röhre verfehlt. Das kann passieren. Das wäre so ein typisches Ding von mir. Jetzt lass mich kurz schauen, ob ich woanders lang gehen möchte. Ich könnte ja auf die Mauer hüpfen. Ob es mir was bringt, ist eine andere Frage. Man kann immer so viel hier irgendwie seitlich irgendwo hinhüpfen. Wo man eventuell gar nicht sein sollte. Das bedeutet, dass ich jetzt gleich wieder einen tierischen Umweg habe. Aber in vielen, vielen Fällen wird man ja auch belohnt dafür, dass man hier einfach mal wild erkundet. Von daher mache ich das einfach mal. Schau an, da unten sehe ich doch schon Dinge, an die ich sonst nicht rangekommen wäre. Okay, mein Handy hat gerade geklingelt, aber das werde ich jetzt einfach ignorieren. So, wie kann ich denn da diesen Holzverschlag? Da ist doch auch irgendwas mit. So, ich könnte jetzt hier runterhüpfen, dann komme ich allerdings nicht wieder hier rauf, deswegen gucke ich hier oben erstmal zu Ende. Und ich denke, das da, wo es so blau ist, nachdem das Symbol für die Stampfattacke eben blau war, könnte das sein, dass das auch so eine Stelle ist. Das heißt, hier wäre ich auch zu früh. In Anführungszeichen. Ah, mein Handy klingelt schon wieder. Verdammt. Wenn es ein drittes Mal klingelt, muss ich rangehen. Dann könnte es wichtig sein. So, ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr. Okay, das ist gerade sehr ausdauernd. Ich muss mal kurz ans Handy gehen. Es tut mir leid. Normalerweise mache ich das nicht beim Streamen, aber es könnte sein, dass das wichtig ist. Ganz kleinen Moment, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Das war jetzt eine absolute Ausnahme. Normalerweise mache ich das nicht beim Streamen, dass ich ans Handy gehe. Aber mein Mann war gerade unterwegs, unseren Kleinen abzuholen. Und es hätte ja sein können, dass irgendwas ist unterwegs. Deswegen aber nichts Schlimmes. Alles in Ordnung. Jetzt geht's weiter. So, nur solange mein Kind nicht zu Hause ist, gehe ich dann eigentlich doch immer ans Handy, weil es könnte ja immer irgendwas sein. Kein Fallschaden, immer noch toll. So, war irgendwas im Chat? Ja, ich war damals, als ich es durchgespielt hatte, bei unter 50% grob. Das meiste war für mich 100% Grind. Und Gott, habe ich den 100% Grind im Supraland geliebt. Ich bin mal gespannt, wie viel hier nachher dann fehlt, wenn ich mit der Story durch bin. Die ja nicht sehr umfangreich zu sein scheint. Also ich nehme an, das ist eine Fläche, auf der ich stampfen kann. Das sieht mir ein bisschen so aus. Und hier kann ich aber auf jeden Fall Münzen einsammeln. Wenn wir das nächste Mal am Shop vorbeikommen, können wir auf jeden Fall ein bisschen Geld wieder ausgeben. So, soweit so gut. Das da oben nervt mich ein bisschen. Weil ich das Gefühl habe, von der Seite aus da drauf schießen zu können, eventuell. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Eingang. Vielleicht komme ich da irgendwie durch die Wand. Dann ist das auch wieder nur so eine Stelle, wo ich das einfach schon sehen kann. So, jetzt wieder hier unten rein. Jetzt muss ich leider den ganzen Hickhack mit der Röhre hier nochmal machen. Da hat man schon Abkürzungen geschaffen und trotzdem... aber es ist wahrscheinlich auch einfach nicht geplant, dass jemand so oft wieder runterspringt. Und alles so kompliziert macht. So, zack, hier hoch. Bringen meine Plattform wieder runter. Oder habe ich jetzt draußen schon irgendwo eine Abkürzung gehabt eigentlich? Für die Stelle hier, dass ich diesen Weg nicht mehr laufen muss? Ich weiß es gar nicht. So, dann... drehen wir das Ding wieder rum. So müsste stimmen. Wofür war der Schalter noch gleich? Okay, der tut nichts mehr. Wahrscheinlich hier das Tor zu öffnen.
Man ist so vergesslich im Alter. So, dann... auf ein neues. Hui! So, also eben bin ich hier auf Umwegen auf der Mauer rumgelaufen. Jetzt überlege ich gerade, über das gelbe Rohr zu laufen, eventuell. Aber wir schauen erstmal hier um die Ecke. Hier haben wir auch ein gelbes Rohr. Bei dem geht es allerdings steil nach unten. Das heißt, dann komme ich erstmal auch wieder nicht nach hier oben. Dann... aber ich kann sowieso nicht so weit nach oben springen, glaube ich. Ich würde ja gerne. Aber ich habe eben schon mal festgestellt, dass das eigentlich nicht klappt mit dem Force Cube, weil der hier abrutscht. Glaube ich nicht, dass ich da hochkomme. Ah, jetzt steht er tatsächlich gerade mal. Nee, das kann ich aber... das kann ich aber knicken. Das können wir vergessen. Geh mal aus dem Weg. Damit ich jetzt zumindest wieder zurückkomme, ohne runterzufallen. So, dann versuchen wir hier in die Röhre zu steigen. Hui! Und da sind wir. Was haben wir denn hier? Hier können wir schon wieder Dinge färben, wie es aussieht. Scheint mir jedenfalls so. Da sind wir gerade hergekommen. Die Kisten lassen sich nicht zerstören. Ach, da steht er wieder. Unser Freund, unser Besonderer. Was erzählst du mir? Du hast alles, was du brauchst, um dieses Rätsel zu lösen. Dankeschön. Ach, eine Keycard brauchen wir hier wieder. Das ist ja herrlich. Da müsste ich allerdings erstmal eine finden, glaube ich, denn... zu dem Bereich, wo die alle lagen. Ah, da oben. Da sind sie. Denn in den anderen Bereich kommen wir nicht wieder zurück. Jetzt schmeiße ich aber auch alles durcheinander hier. Wie komme ich denn da dran? So. Wir nehmen uns eine. Und machen uns wieder ans Hecken. Jetzt brauche ich etwas Rotes, ne? Und ich muss die Stelle finden. Oh, das war einfach. Programmiert. Keycard programmiert. Ja, da gucken sie, ne? Yay! So, eine Kiste sehe ich. Und einen Schalter. Ist das schon... wir sind aber nicht... wir sind noch nicht im blauen Kristallturm, oder? Ist er das schon? Das sieht so wichtig aus. Und mit blauen Kristallen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der Turm wäre noch ein Stück weit weg. Aber möglicherweise finden wir hier schon unseren wichtigen Gegenstand. Schauen wir mal. Was ist es? Oh, was ist das? Schwebe an metallischen Objekten. Oh, okay. Schwebe an metallischen Objekten. Schwebe hoch und schwebe runter. Interessant. Schwebeschnalle. Errungenschaft freigeschaltet. Buckel. Okay. Ermöglicht das Schweben an magnetischen Oberflächen. Leichte metallische Objekte können angezogen werden. Ach, herrje. Das gibt ja tausend Möglichkeiten jetzt. Ist das hier so eine Stelle, an der ich... oh, wow. Okay. Creepy. Ich habe die Macht. Ich bin dein Vater.
Kann ich auch anhalten? Ja, kann ich. Ist ja krass. Oh Gott, jetzt kann ich ja 1000 Dinge tun wahrscheinlich. Kann ich an der... Selbst da können wir lang schweben. Ach, herrje. Okay, das klärt die Frage, wie ich da dran komme. Geht zum König von Blueville. Ja, das ist nach wie vor... Achso, hier, Dinge werden angezogen, ja. Ist okay. Das klärt die Frage, wie ich hier dran komme. Juhu. Kein Fallschaden. Warum runterschweben? Ich lasse mich einfach fallen. Cool. Ja, immer noch meine Aufgabe. Geh zum König von Blueville. Dann werde ich gleich zum anderen Kristallturm geschickt. Da unten in der Ecke. Da wollte ich gucken. Kann ich das jetzt irgendwie... Ah, das kann ich jetzt so öffnen. Okay. Krass. Secret Area. Schwertschaden plus 2. Cool. Wo kriege ich die Stampfattacke her? Ich möchte die Stampfattacke haben. So, das heißt, es war gar nicht der Ausgang. Ich dachte, das hier unten wäre der Ausgang. Ist der aber gar nicht. Wir müssen tatsächlich hier hochschweben. Was ich ja eigentlich auch schon getan hatte, aber... Ist ja krass. Das entspricht auch tatsächlich wieder so ein bisschen dem Kinderspiel, ne? Also, das ist ja eigentlich so eine ganz normale Handlung für ein Kinderspiel. Ach, ich muss das Ding wieder ausschalten. Ist ja nervig. Wobei man so natürlich Sachen einfach mitschleppen kann, ohne sie festhalten zu müssen. Also wenn ich mal wieder eine rote Keycard brauche. Aber überall irgendwie festzubappen ist jetzt auch nicht so attraktiv. Ah, kann ich dann hier durch die Röhre wieder zurückschweben? Tatsache, ich kann.